Kein Herrscher der Antike hat einen so schlechten Ruf wie Nero. Er gilt als Ungeheuer, der seine Mutter töten ließ, und als Psychopath, der Rom anzündete. Was ist dran an diesem Bild? Wie wahnsinnig war Nero wirklich? Um das herauszufinden, werfen wir zusammen mit Professor Harald Aschauer einen Blick in das Innenleben des römischen Herrschers. Der Wiener Psychiater hat anhand historischer Quellen ein psychologisches Gutachten von Nero angefertigt. Erste These: Nero war ein psychopathischer Mörder. Nero hat, so berichten es die Chronisten, zahlreiche ihm nahestehenden Menschen eigenhändig getötet oder töten lassen. Aber macht ihn das zu einem verrückten Mörder? Um das zu beantworten, gehen wir zurück in Neros Kindheit. Im Jahr 37 nach Christus kommt er in Antium bei Rom zur Welt. Die Besonderheit: Nero wird nicht mit dem Kopf, sondern mit den Beinen vorangeboren. Es ist ein Risikofaktor für psychiatrische Erkrankungen, weil es im Rahmen der Geburt zu Sauerstoffmangel kommen kann oder auch Stress, der auf die Entwicklung des Nervensystems eine negative Auswirkung haben kann. Ob dies bei Nero der Fall war, lässt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren. Schon früh interessiert sich der junge Adlige für Künste wie Gesang und Schauspiel. Etwas, das seinen Werdegang stark prägen wird. Im Jahr 49 heiratet Neros Mutter Agrippina den römischen Kaiser Claudius, wohlgemerkt ihren eigenen Onkel. Sie überzeugt Claudius, Nero zu adoptieren. Agrippina setzt ihren ganzen Ehrgeiz daran, ihren Sohn zum Nachfolger von Claudius und damit zum nächsten Kaiser von Rom zu machen. Am liebsten würde sie gerne selbst herrschen. Im Jahr 54 stirbt Kaiser Claudius, angeblich vergiftet von Neros Mutter. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater wurden eigentlich von der Geschichtsschreibung als sehr grausam und als Mörder beschrieben. Das heißt, er stammt aus einer Familie, wo Gewalttaten sozusagen auf der Tagesordnung waren. Nero wird im Alter von gerade mal 17 Jahren neuer römischer Kaiser. Ein Teenager, der nun die Macht über ein ganzes Weltreich besitzt. Nero ist anfangs beliebt beim Senat und vor allem beim Volk. Er macht die willkürliche Rechtsprechung seines Vorgängers rückgängig. Gibt den Römern Brot und Spiele, wie Wagenrennen oder Gladiatorenkämpfe. Im Hintergrund jedoch zieht seine Mutter die Fäden. Mit der Zeit verliert sie allerdings mehr und mehr die Kontrolle über ihren immer selbstbewussteren Sohn. Als sie droht, ihn zu stürzen, lässt Nero seine Mutter ermorden. Nero hatte Angst, dass ihm selber etwas zustoßen könnte, dass er ermordet wird und dass jemand anderer an seine Stelle gesetzt wird. Und auf der anderen Seite ist auch beschrieben, dass er nach dem Mord an der Mutter unter Albträumen und Panik gelitten hat. Es war nicht so, dass er das so einfach weggesteckt hat. Doch seine Mutter ist nicht die einzige Person aus seinem näheren Umfeld, die Nero zum Opfer fällt. Auch seine erste Frau Octavia und seinen Stiefbruder lässt er ermorden. Sein Mentor, der Philosoph Seneca, wird zum Suizid gezwungen. Hier ist es also. Mein Ende. Wie sind solche Taten einzuordnen? Mord war in der Antike tatsächlich ein Mittel zur Machterhaltung. Er hat, genauso wie es auch andere Menschen in seiner Position getan haben, das Mittel der Gewalt angewendet, um an der Macht zu bleiben. Im Jahr 65 soll er seine damalige schwangere Frau Poppaea Sabina mit Fußtritten in den Bauch getötet haben. Angeblich im Streit. Es gibt auch andere Berichte, dass sie eventuell an einer Komplikation oder einer Erkrankung in dieser Schwangerschaft gelitten hat. Aber natürlich ist es auch möglich, dass er aufgrund einer Impulskontrollstörung einfach einen Zornausbruch erlitten hat oder vielleicht unter Alkoholeinfluss gestanden ist. Nach ihrem Tod verfällt Nero allerdings, laut Geschichtsschreiber Cassius Dio, in eine tiefe Trauer.
Auf bizarre Weise versucht er, den Verlust zu kompensieren. Es heißt, dass er sich nachher einen Jungen, der angeblich ähnliche Gesichtszüge hatte wie Popea, dass er diesen Jungen kastrieren ließ und ihn so behandelt hat wie seine Ehefrau. Der Muttermord und auch andere Taten sind nicht zu leugnen. Vieles aber ist üble Nachrede von antiken Chronisten. Ob Nero bei den Morden zum Beispiel mit besonderer Grausamkeit vorging, ist nicht erwiesen. Letztlich unterschied sich Nero nicht von seinen Vorgängern wie Caesar, Augustus oder Caligula, die ebenfalls familiäre und andere Rivalen töten ließen. Zweite These: Nero hat Rom angezündet. Das wohl bekannteste und einschneidendste Ereignis während seiner Regierungszeit: der Brand von Rom 64 nach Christus. 6 Tage lang wütet das Feuer. Geschichtsschreiber berichten, Nero selbst habe die Stadt angezündet und dabei sogar die Kithara, ein Saiteninstrument, gespielt. Ein apokalyptisches Bild. Doch was ist dran an diesem Gerücht? Wahrscheinlich wurde ihm der Brand in die Schuhe geschoben, denn Neros künstlerische Darbietungen als Kaiser waren der römischen Elite ein Dorn im Auge. Das erste Mal ist er aufgetreten in Neapel vor Publikum. Und das war eigentlich kurz vor dem Brand von Rom. Und vielleicht kann man auch deshalb verstehen, warum dann plötzlich, als Rom gebrannt hat, die Meinung aufkommt, naja, Nero, der ist ja verrückt, der tritt auf im Theater und spielt vor dem Volk. Jetzt hat er auch noch Rom angezündet. Die Geschichte ist eindrücklich durch diesen Film und durch die Darstellung des Peter Ustinov in Erinnerung geblieben, der auf dem Palast steht und praktisch singt und unter ihm brennt Rom. Aber das ist eine Überhöhung von Hollywood, der ganzen Geschichte. Tatsächlich befindet sich Nero bei Ausbruch des Feuers gar nicht in Rom, sondern auf seinem Landsitz. Aber der Kaiser zeigt sich nach der Katastrophe wohltätig, lässt Lebensmittel heranschaffen und kümmert sich um die Obdachlosen. Meine Gärten, ja, meine Privatgärten, nimmt sie öffnen. Alle dürfen sofort da rein. Ich bitte, öffnet die Tore der Gärten. Das kann nicht sein, unmöglich. So darf Rom nicht enden. Er hat dann Gesetze geändert, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden beim Wiederaufbau von Rom, dass eine solche Katastrophe nicht mehr wahrscheinlich wird. Die Straßen wurden breiter gebaut. Es war eine Begrenzung der Stockwerke der Häuser eingeführt. Alles, um sozusagen eine solche Katastrophe nicht wieder eintreten zu lassen. Nach dem mühsamen Löschen der Brände sind ganze Viertel von Rom zerstört. In den engen Gassen Roms konnte sich das Feuer effektiv ausbreiten. Doch auch des Kaisers eigene Palastbauten und Gärten sind von dem Feuer betroffen. Man geht heute davon aus, dass das Feuer in der Nähe des Circus Maximus, der sich neben Neros Palast befand, ausgebrochen ist. Nero aber braucht einen Sündenbock für die Katastrophe und macht die Christen verantwortlich. Die Christen in Rom waren überhaupt schon irgendwie verdächtig wegen ihrer Sitten und Gebräuche. Es war eine nicht sehr angesehene Gruppe von Menschen. Man hat in der damals üblichen Art und Weise einen Brandstifter selbst verbrannt. Das heißt, die Christen wurden verbrannt, beziehungsweise man hat sie in Tierfelle gekleidet und sie in die Arena des Gladiatorkampfes geworfen, und dort wurden sie von den Raubtieren zerrissen. Klingt für uns heute sehr brutal. Ein Monster war Nero deswegen aber nicht. Denn Strafen wie diese waren Teil der römischen Rechtsprechung und wurden auch schon von seinen Vorgängern verhängt. Aber scheidet Nero denn als möglicher Brandstifter aus? Natürlich kann man sagen, es ist wieder ein Auftrag gegeben worden. Aber es ist auch genauso wahrscheinlich, dass der Brand ausgebrochen ist bei irgendeinem Marktstand. Die Häuser waren aus Holz hauptsächlich.
Und es hat oft Brände gegeben in Rom. Also aus moderner Sicht der Geschichte muss man eigentlich sagen, dass Nero kein Brandstifter war. Dritte These: Nero war ein irrer Künstler. Nero, so berichten es die Chronisten, gibt sich gern exzentrisch, führt ein ausschweifendes Sexualleben. Vor allem sieht er sich als Künstler, tritt selbst als Schauspieler im Theater, als Sänger oder Gitarrespieler auf. Irre war das nicht. Aber für einen Kaiser ein unwürdiges Verhalten, findet die Elite Roms. Er hat durch seine künstlerischen Aktivitäten entgegen den damals üblichen Normen gehandelt. Das war dem Senat gegenüber peinlich und eine Schande. Doch Nero liegt mehr an der Gunst des Volkes, das ihn für seine Showeinlagen feiert. Im Zuge des Wiederaufbaus von Rom zeigen sich weitere Charaktereigenschaften des Kaisers, nämlich seine Prunk- und Verschwendungssucht. Er lässt sich eine neue, gewaltige Palastanlage errichten, genannt Domus Aurea, das Goldene Haus. Mehr als 10-mal so groß wie der Buckingham Palace. Ein Ort, der mit Gärten und musischen Motiven seinen Lebensstil widerspiegeln soll. Teil des Bauprojekts ist eine gewaltige Bronzestatue, die ihn mit den Attributen des Sonnengottes darstellt. Mit etwa 35 Metern Höhe erreicht sie die Ausmaße des einstigen antiken Weltwunders, des Kolosses von Rhodos. Für dieses Bauvorhaben und weitere Kunstanschaffungen verschuldet Nero sich zunehmend, presst Provinzen aus und bittet auch die Senatoren zur Kasse, was in Rom schon immer gefährlich war. Er verschließt sich seinen Beratern und somit in gewisser Weise auch der Realität. Für die Geschichtsschreiber ein Anzeichen von Größenwahn. Er hat nicht wirklich vorausgesehen, dass durch seine künstlerischen Aktivitäten und durch seine Bauten tatsächlich es ihm an den Kragen gehen könnte. Es kann auch eventuell davon gesprochen werden, dass Nero ein sogenanntes Hybris-Syndrom hat, ein Hochmutsverhalten, ein übermäßiges Selbstbewusstsein. Nero, ein großer Bewunderer des kultivierten Hellas, reist im Jahr 66 nach Griechenland, zieht dort von Festspiel zu Festspiel und gewinnt Trophäen als Künstler. Der Senat hat endgültig genug von einem Kaiser, der sich nicht um seinen Staat kümmert. Sie erklären ihn im Jahr 68 zum Staatsfeind. Das Todesurteil für den amtierenden Kaiser. Nero entscheidet jedoch, vor Vollstreckung der Strafe, sich selbst das Leben zu nehmen. Neros Feinde arbeiten daraufhin an der Dämonisierung und Auslöschung seiner Erinnerung. Der Damnatio Memoriae, ein übliches Vorgehen bei diskreditierten römischen Herrschern. So entstand der sich lange haltende schlechte Ruf Neros. Viele der überlieferten Schriften sind sogar erst lange nach seinem Tod entstanden. Sie zeichnen Nero vor allem aus politischen Gründen als grausamen Tyrannen. Die Geschichtsschreiber kommen selbst aus der Schicht der Senatoren. Nero hatte besonders am Ende seiner Regierungszeit massive Konflikte mit den Senatoren. Und diese negative Konnotation Neros durch die Geschichtsschreiber hat zu dem Bild geführt, dass über viele Jahrhunderte Nero als den verrückten Kaiser dargestellt hat. Aber auch Autoren aus christlichen Kreisen zeichneten, aus gegebenem Anlass, Nero als das personifizierte Böse. Aus einem vielschichtigen Herrscher wurde eine Bestie. Nero also doch kein Psychopath? Nero hatte keinen Wahn im psychiatrischen Sinn und Nero hatte auch keine Persönlichkeitsstörung nach heutigen Gesichtspunkten. Nero war sicher brutal und skrupellos. Wahnsinnig war er aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht war Nero, der vor allem Künstler sein wollte, einfach nur ungeeignet für den Thron.
Wie schätzt ihr Nero ein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da.